Hallihallo und willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar, wir spielen das idyllische Tal. Ich habe es freigeschaltet. Wie ihr gesehen habt, war ich ja in den letzten beiden Let's Plays hier schon unterwegs. Ja, wir laufen jetzt mal. Wir erkunden jetzt einfach mal das ganze Tal hier. Mal schauen, was so passiert. Ich habe jetzt mal den, ich habe jetzt mal den jungen Mann hier als Charakter genommen. Wir haben ja schon bereits mal, waren wir da unten. Das Holzding da ist eine Brücke. Ja, wir werden jetzt einfach mal schauen, wohin uns der Weg führt. Mal versuchen, ein wenig zu craften. So, dem jungen Mann hier ist ziemlich kalt. Wir erkunden jetzt mal hier, die andere Seite dieser Straße. Da vorne sehen wir wieder die, ja, die Stromleitung. Und vielleicht finden wir da auch ein paar Häuser, ein paar Hütten. Das Interessante ist ja jetzt wirklich, dass man ja, Pilze, Flechten und alles Mögliche mit aufsammeln kann. So, hier hätten wir die Straße. Hier geht's runter zu dieser Brücke, wo diese Häuser sind. Ich will jetzt mal hier lang mich hier ein wenig umschauen. Muss ich mal gerade mal schauen. Oh ja, gut, dem Charakter geht es gar nicht gut. Ob hier irgendwas ist. Oh, da ist ein Auto. Und da ist auch ein Weg. Rennen wir mal zu dem Auto. Vielleicht finden wir ja mal irgendwas Vernünftiges. What have we here? Gibt's hier sonst noch irgendwas? Müssen wir gerade mal schauen. Ja, kalt ist mir immer noch. Ah, der ist verschlossen. Brauchen wir ein Werkzeug. Gehen wir mal hinten rein. Ja, da find some place to escape this cold. Okay, er ist wirklich unterkühlt. Schauen wir mal, was hier hinten noch ist. Wenn hier überhaupt was ist. Und dann, ja. Sollten wir versuchen, ein Haus zu erreichen. Ende der Straße. End of the road. Oh, ein Brecheisen. Sehr schön. Das ist natürlich spitze. That'll come in handy. Das nehmen wir mit. Eine Gewehrpatrone. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Was liegt denn hier noch? Eine gefrorene Limo. Nehmen wir auch mit. Energieriegel und eine Einmal. So, das hat sich jetzt gelohnt. Wir müssen uns jetzt aber beeilen. Also, hier ist nichts mehr soweit. Und dann, also. Wir müssen runter. Die Straße runter. Egal, was da kommt. Wir werden jetzt aber nochmal schnell den Kofferraum aufbrechen. I could use this. So, sehr schön. Wir haben einen Schal gefunden, aber der bringt uns jetzt auch nicht so viel. Und jetzt rennen wir weiter darunter zu den. Ja. Zu den Häusern, weil sonst stirbt mir der Charakter. Wer die anderen Let's Plays gesehen hat, der weiß jetzt, es geht hier die Straße runter, dann kommen dann so zwei Häuser und die Brücke. Deswegen mache ich jetzt hier mal einen kleinen Schnitt, weil das muss man jetzt nicht sehen, wenn man hier, es ist langweilig, die Straße hier runter zu rennen. So. Da sind die Hütten. Ich habe aber eben gerade zwei Wölfe gehört. Ich denke mal, ich glaube,
Ne, war kein Wolf. Von den letzten Let's Plays her weiß ich, dass hier Wölfe rumhängen. Deswegen bin ich jetzt hier mal ein bisschen vorsichtiger. Und dann gehen wir hier mal schnell rein. So. Wir haben den ersten Save Point erreicht. So, da. Metallschrott. Nehmen wir doch glatt mal mit. Haben wir hier eine Lampe und Stoff. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ah, ein Erste-Hilfe-Set. Das hat sich gelohnt. Und wie immer, in jedem Spiel ist das Loot anders verteilt. Es spawnt immer anders, finde ich sehr schön. Gut, so, dem geht es immer noch ziemlich dreckig. Ich kann hier drin aber irgendwie auch kein Feuer machen, logischerweise. Ich werde jetzt versuchen, ins nächste Haus zu kommen, beziehungsweise da drüben ist ja schon das nächste. So, das war knapp. Ha! Dieses Schweinevieh hat mich nicht erwischt. So. What have we here? Haben wir da mal Glück gehabt. Wir haben hier ein Buch. Ja, wir verbrennen es wahrscheinlich dann einfach mal. Hui, das war jetzt knapp. Dieser Scheißwolf. So. Ja, schauen wir uns hier drin mal um. That'll come in handy. Ich suche ja bevorzugt ein Nähkästchen. Soweit. Vielleicht haben wir ja Glück. Da im Schrank könnte eins liegen. Fäustlinge! Ja, die ziehen wir doch gleich mal an. Auch wenn sie nur 25% haben. Ja, also alles wunderbar, alles gut. Hier nochmal ein wenig Wasser. Finde ich jetzt gut. Also das war wieder ganz, 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 ganz knapp, haarscharf hier mit dem Wolf. Aus der Toilette trinken wir nachher. Ja? Ich muss gerade mal schauen. Okay, Hunger und Durst hat er. Die Kälte geht runter. Wir nehmen mal was Verbandszeugs mit. Schauen wir auch mal hier rein. Ja, da liegt aber nichts drin. So, wie viel Wasser gibt es denn in der Toilette? Komm. Mal eben wie ein Hund aus der Toilette saufen. Nee, wir füllen das ab, nehmen das mit, so wie sich das gehört. Soweit, ja. Einfaches Werkzeug. Hope nobody needs this anymore. Wird mitgenommen. Ja, so gefällt mir das. Eine Thermoweste. Also es wird immer besser. So. Und eine einfache Wollmütze. Ich brauche, wie gesagt, ich brauche ganz, ganz, ganz dringend dieses Nähkästchen. Ohne das Nähkästchen kann ich gar nichts machen. Im Radio läuft logischerweise mal wieder nichts. Schauen wir nochmal. Also die Unterkühlung, die geht weg. Dann looten wir hier nochmal schnell alles durch. Ziehen uns um. I could use this. Ja, von mir aus. Er ist aber roh. Dann looten wir hier mal alles durch und dann stiefeln wir rüber in das andere Haus. Beziehungsweise, ich werde Schweinefleisch mit Bohnen. Sehr schön, sehr nahrhaft. Ich werde mich hier erstmal umziehen. Auch wenn ich kein Nähkästchen habe. Die Klamotten, wo ich da jetzt gefunden habe, die Thermoweste und so weiter. Das ist alles schon wesentlich hochwertiger als das, was er hat. Er hat ja eigentlich gar nichts an. Ich will nicht sagen, dass er nur in Unterhosen und Socken rumrennt, aber er hat sehr, sehr, sehr wenig an. Kondensmilch. Jawohl, immer her damit. Und haben hier ist ein Energieriegel. Auch gut. Da, nein. Hier nochmal ein bisschen rumwühlen. What have we here? Genau das habe ich gesucht. Das habe ich gesucht. Das habe ich gebraucht. Jetzt sind wir im Geschäft, soweit. Jetzt kann ich hier anfangen. Was ist das? Wasserreinigungstabletten.
Das ist natürlich auch Bombe. Also, es geht gut los. Antiseptikum ist sowieso gut. That'll come in handy. Es geht wirklich sehr gut los. Ich denke mal, wenn ich jetzt das ganze Zeug schön zusammenpatch, habe ich eine anständige Grundausrüstung. Soweit. Und ja, und dann kann ich mal die Gegend mal ein bisschen länger erkunden. So, meine Damen und Herren, das war es jetzt erstmal von meiner Seite aus. Ich werde jetzt alles nähen. Ich werde, ja, meinen Charakter hier, den werde ich jetzt hier schön ausstatten, schön ausrüsten, soweit. Bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in einem weiteren Let's Play. Der Nightcrawler sagt bye bye.